Hallo zusammen. Aus unserem letzten Training in der Kaserne ein Flip mit Don Camillo. Schauen wir uns die Körpersprache an. Die ersten 50 Meter dienen Don Camillo zur Orientierung. Da, wo er den Kopf leicht zum Boden senkt, zeigt er uns seine Wahrnehmung. Leichte Flowing-Negative deuten uns, dass er auf dem Sand unterwegs ist. Wie sich der Sand durch Wind, Sonneneinstrahlung und Bebauung verteilt, sehen wir durch sein Verhalten. Michi am Ende der Leine kann das Tempo je nach Situation und Schwierigkeit selbst wählen. Sandverwehung zeigt Don Camillo kurz durch seine Wahrnehmung an. Der Wind durch die Häuserreihen ist beständig und damit auch schwierig zu beurteilen. Je fokussierter Don Camillo auf dem Sand arbeitet, umso weniger muss Michi am Ende der Leine handeln. Ein wichtiger Punkt für die gewählte Ausbildungsstruktur, da später aus einem Sandartikelstart Don Camillo zum einen sicher starten muss und trotz vieler Ablenkungen, Schwierigkeiten und Einschränkungen uns den Verlauf des Trails zeigen soll. Das Tempo ist unsererseits frei wählbar, genauso wie die situationsangepasste Länge der Leine. Schauen wir Don Camillo bei seiner Ausarbeitung zu, sehen wir eine deutliche Körpersprache. Er markiert mit Headturns die Richtungen, aus denen er Sand wahrnimmt. Wichtige Hinweise, um später im Team arbeiten zu können. Durch die unterschiedliche Bebauung und Bewuchs sowie Thermik und Wind ist kein Trailverlauf wie der andere. Auch ältere bekannte Gerüche von vorherigen Runs beeinflussen die Arbeit. Aus der offenen Fläche in einer Halle geben Don Camillo Erfahrungswerte. Er gibt die Hinweise und Michi folgt. Die vorherrschenden Windverhältnisse in der Halle sind anders und wir können sehen, wie er das alles prüft. Zielstrebig geht es aus einer Türe auf eine freie Betonfläche. Don Camillo braucht mehrere Kreise für die Richtungsorientierung. Selbst mit der Leine zwischen den Läufen würde er diesen Run beenden. Das ist das Ziel für spätere Trainings, alle Möglichkeiten einer Ausbildungsstruktur zu nutzen, um einen Trailverlauf auszuarbeiten. Der kurze Stopp stört ihn nicht. Don Camillo ist weiter fokussiert und zielstrebig unterwegs. Nach dem Freigeben noch eine kurze Orientierung im Randbereich der Wiese. Er weiß, wo er hin will. Das Wissen über einen Trailverlauf ist nebensächlich. Viel wichtiger ist es, einen auf dem Sand sicher arbeitenden Hund auszubilden. In diesen kurzen, motivierten Aufgaben zeigte sich, wie sicher der Hund arbeitet. Wir können Zielstrebigkeit, Fokus, Selbstständigkeit, Konzentration, Arbeitsintensität gut beurteilen. Ein schneller Wechsel und es folgt dann Intensity zum Bestärken der Motivation. Auch hier zeigen sich die Flowing-Negative. Da, wo sich Veränderungen in den Strukturen ergeben, verändert sich auch das Verhalten von Don Camillo. Das zu erkennen ist für uns wichtig. Die gewählte Ausbildungsstruktur ermöglicht uns darauf zu reagieren und unseren selbstständig arbeitenden Hund die notwendigen Hilfen zu geben. Don Camillo verfolgt seinen Weg und kommt zum Ziel. Willst du hin? Da ist er drin! In dem Baum! Klasse!